Hey, da sind wir wieder mit Beef Reaction Teil 6. Es ist Folge 6, Geometry Wars. Neben mir zugeschaltet wieder mein alter Freund und Kupferstecher Nils Bomhoff. Hallo Nils. Ja, vielen Dank. Auch Grüße gehen raus. Ich bin gerade in New York in meinem Apartment, deswegen die Leitung etwas länger. Ja, in New York ist das Wetter gut und ich habe Nils, hier. kannst du mich hören? Hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? Ja, hallo. Ja, mir geht's gut. Dankeschön. Ich freue mich sehr auf dieses Royal Beef React. Wir spielen heute, gucken heute zu, wie wir gespielt haben. Einen Alle, absoluten Klassiker. schöne Grüße nach New York. Ja, vielen Dank. Grüße kommen an. Und Ja, es genau, wir geht. machen Beef, ja. Was? Royal Sorry. Beef Ja, dann React, rede du genau. erst mal. Ja, also es ist ja Nils? so. Es ist ein bisschen Verzögerung, glaube ich. New York ist ja auch weit weg. Nils? Ja, also, genau. Wir freuen uns Ich auf. bin ruhig jetzt. Gut. Bist du Sorry. da? Ich bin da. Nikola? Ja, bitte. Achso, ja. Ich kann Eddie kaum hören. Ist Eddie da? Nikola, bist du auch in New York? Ihr seid nicht zusammen nach Hallo? New York, ohne mich zu Doch, wir fragen. sind zusammen nach New York gefahren. Ich Buddy bin und zwar als Simon sind auch Achtes geflogen. hier. Das ist Bullshit. Arno auch. Arno! Ja, der wedelt wieder mit den Dollarscheinen. Wir haben hier richtig so einen Club gemietet. Okay, Spaß beiseite. Nils, bevor wir loslegen hier mit Geometry Wars, das Spiel, das wir beide ja lieben, es war unser Pick für diesen Beef. Ich habe gehört, es gibt eine verlorene Folge 10 und ich erinnere Ja. mich überhaupt nicht mehr dran. Weder weiß ich, was in Folge 10 war, noch warum sie verloren gegangen ist. Kannst du da etwas Licht ins Dunkel bringen? Wir haben damals ein Spiel gespielt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welches das war. Ich glaube, hatte das mit irgendwas mit Autos zu tun? War das dieses Spiel, wo man so mit Autos fährt und sich gegenseitig abschießt oder sowas? So ein bisschen wie Micro Machines mit Waffen oder sowas. Ich glaube, das war's. Und das haben wir gespielt und dann wurde hinterher. Die Aufzeichnung war irgendwie korrupt. Der Ton war schlecht oder also irgendwo oder die Aufnahme ist komplett nicht aufgenommen. Also jedenfalls stand sie nicht zur Verfügung. Sie war nicht sendefähig auf die eine oder andere Art technisch. Und dann haben wir aber gesagt, dass das Ergebnis trotzdem mit einfließt in die Gesamtwertung. Aber wir konnten die Folge nie ausstrahlen. Und wer hat aber gewonnen? Ich. Und wer hat den letzten Platz gemacht? Das weiß ich nicht mehr. Das war mir egal. Ich glaube, das war ich. Ich Woher kann mir kommt auf einmal vorstellen, die dass ich Annahme? dagegen wurde. Ich kann mir vorstellen, ohne das zu wissen, aber sollte sich. Also, es ist nicht so schwer, sich da rein zu versetzen, dass ich dagegen war, dass es zählt. Du hast gesagt, naja. Dir ist es egal, aber es ist natürlich schon schade, wenn es jetzt nicht zählen würde, weil du ja eine Top-Leistung gebracht hast. Aber du wirst es trotzdem so erzählt haben, dass du damit leben könntest, wenn es nicht ist, aber doch bewusst so argumentieren, dass es doch zählt. Also, so dass das gar nicht erst eintreten muss. Also, weißt du, was ich Ja. meine? Ja, ich habe euch das wahrscheinlich so dargelegt, dass ihr auch verstanden habt, dass es eine schreiende Ungerechtigkeit gewesen wäre, das nicht zählen zu lassen, weil das ja höhere Gewalt ist und was zählt, man muss halt überlegen, wie ist die Priorität zu setzen? Zählt der Ehrgeiz? Ist das authentisch? Will man wirklich gewinnen? Zählt die Leistung oder ist es nur eine Show? Wie authentisch soll es sein? Je authentischer das Format sein soll, desto richtiger ist die Entscheidung, es werten zu lassen. Je mehr man das nur für die Show und die Klicks macht, desto egaler ist die Leistung in dieser Folge. Und da war ich halt der Meinung, dass es für die Zuschauer besser ist, wenn man sagt, es ist authentisch und wir wollen wirklich gewinnen und es geht nicht nur darum, irgendeine Show zu produzieren, um Geld zu verdienen, sondern es geht wirklich auch um echten Wettbewerb. Und wer würde da wirklich sagen, ich schenke das ab? Das würden doch nur geldgeile, klickgeile Gierlatze machen. Ja, Oder? ist auf jeden Fall ein gutes Argument. Ich frage, hättest du so auch argumentiert, wenn du einen vierten Platz gemacht hättest? Natürlich nicht. Da hätte ich Okay. dann gesagt, ey Leute, seid mal nicht so egoistisch. Das geht hier nicht um euch, das geht um die Zuschauer. Wir produzieren hier was, wir können gern zu Hause nochmal spielen, aber es geht hier um die Zuschauer. Was bringt das, wenn wir hier eine Sendung produzieren und die Leute können das nicht sehen? Das ist doch voll Kacke für die Leute. Also denkt doch mal nicht nur an euch.
Vor allen Dingen dann ja auch die nachfolgenden Episoden, die bauen ja alle darauf auf. Theoretisch könnte ja dann schon früher was entschieden sein, obwohl die Disziplin nie zu sehen war. Und die Spannung aus anderen Disziplinen nehmen. Aber ich finde es gut. Du hast auf jeden Fall das gewonnen. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, welchen Platz ich damals gemacht habe. Aber ich gehe davon aus, da das sowas wie Micro Machines ist, kann es eigentlich nur der letzte sein. Aber da kommen wir ja dann noch gegebenenfalls hin. Das war auf jeden Fall die Thematik. Du hast dich noch dran erinnert. Es fühlt sich jetzt auch wieder schon in mir so an, als wäre ich dabei gewesen. Ja, dann lass uns doch mal dieses Gefühl richtig zum Strahlen bringen, indem wir die Folge Geometry Wars ausspielen. Ich muss dazu sagen, wenn du mich jetzt vorher gefragt hättest, Nils, sag mir doch mal, wie sah das Spiel ungefähr aus, wie geht das? Ich hätte dir keine Antwort geben können, die in irgendeiner Form mit der Wahrheit Hand in Hand geht, weil ich mich nicht erinnert habe. Und gerade hat Nicola einmal durch die Folge geskript und hier geklickt, um nur zu gucken, ob das Video geht. Und da habe ich einen Still gesehen von Geometry Wars und es ist komplett ausgeblendet. Aber was ich noch weiß ist, dass Budi und Simon das ganz viele gespielt hatten und haben das halt natürlich aus purem Egoismus getrieben in dieses Portfolio an Royal Beef Spielen reingepresst, weil sie wussten, da werden sie punkten können. Es ist überhaupt, wenn man überlegt mit Halo, das war ja auch ein Spiel, was die beiden uns voraus hatten. Das lief, da merkt man, wir waren noch neu in der Firma und haben uns vielleicht noch nicht so getraut, direkt Ansagen zu machen oder anzufechten, sondern naja, gut, wenn die, ist ja nur Spaß und hahaha. Das ist dann, hat sich Gott sei Dank in den anderen Staffeln geändert, teilweise zumindest, aber so einfach haben sie es nie wieder gekriegt, ihre Lieblingsspiele in die Beef-Staffel zu integrieren. Das stimmt, ja, da hast du recht, weil da war auch, wie du sagst, noch so ein leichtes Gefälle in der Hierarchie, ne? Weil natürlich damals, das war so die Hochzeit auch von Budi und Simon, alle haben sie geliebt, das war vor dem Downfall. Und auch in der Firma kannte uns keiner und so. Und da konnten wir, dann mussten wir kleinere Brötchen backen, die wir gerade frisch von Giga kamen. Und haben uns da so ein bisschen natürlich auch unterbuttern lassen müssen. So. Auch Teil des der Gefühlssituation natürlich, ne? Wenn du dann so zwei Leute hast, die einem aus purer Bösartigkeit und fehlgeleitetem Ehrgeiz so Titel andrehen, in denen sie super gut sind und man selber halt nicht. Umso überraschender, dass am Ende keiner von den beiden die Gesamtkonstellation gewinnen konnte, den Gesamtsieg davon tragen konnte. Ja, das ist in der Tat. Da werden wir dann am Ende nochmal Revue passieren lassen, was dann da so alles in dieser Staffel vorgefallen ist. Aber die Chancen waren eigentlich gerade auch für Simon mit Tekken, Halo, Geometry Wars und so. Da waren schon so ein paar Sachen dabei, wo ich ihn vorne gesehen hätte. Okay, genug gelabert. Wir gehen rein ins Intro und in die B-Folge Nummer 6. Let's go. Let's go. Schon eigentlich ganz gut getroffen, diese Wut und Rot und verlockenden Augen vom Simon. Ja. So kleine Details, die Jay damals eingebaut hat. Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, dass der Schal kein Fashion-Statement war, sondern lediglich deshalb auch geschuldet, dass ich ein bisschen erkältet war. Genau, Bödefeld und Budi gegen uns beide. Tschüss, lass uns spielen. Schön. Das war Beach Spikers. Da waren Budi und ich kurzfristig gute Freunde. Mega, super, über Beef. Runde 6 und ein Spiel mit mindestens zweimal sechs Ecken, drei Ecken, alles mögliche. Geometry Wars. Und warum sind meine Hände voller Farbe? Egal. Wir werden. Hört's auf. Ihr merkt schon. Übrigens, Simon spricht es ja falsch aus und ich habe es einfach übernommen. Geometry Wars. Aber ich habe auch jahrelang Geometry Wars gesagt. Ja. Wie oft hast du dann noch drüber gesprochen? Bei der Therapie oder? Ja, bei meiner Therapie sehr lange, viele Jahre. Ja. Ich lese gerade hier, es ist zu leise. Ja, das ist die Soundqualität von dem Video tatsächlich. Das ist schwierig. Ihr müsst ganz leise sein, wenn die. Könnt ihr unten links noch ein bisschen lauter machen? Hä? Unten links bei YouTube könnt ihr dann noch ein bisschen lauter machen? Nee, schon mal Anschlag. Warte, dann mache ich bei dir ein bisschen lauter. So.
Das ist halt, weil wir das mit dem Kameramic aufgenommen haben. Sonst vielleicht den Router nochmal neu starten, kurz bei dir. Ja, ich mach weiter. Wir nehmen es hier locker, dass wir gerade verloren haben und furchtbar schlecht sind. Ich noch einen Tick schlechter als Ellie. Aber jetzt fängt es ja nochmal alles neu an. Diese 4:3 Monitore im Hintergrund auch. Kurz die Regeln, wir spielen Geometry Wars, es geht um Röhren, ja. Es geht einfach nur darum, wie lange zu überleben und viele Multiplikatoren einzusammeln. Das sind die kleinen grünen Punkte, die ihr gleich sehen werdet. Und wer von uns am meisten hat, da ergibt sich dann eine natürliche Rangliste, bei der Budi anführen wird, ich der Zweite bin und irgendwo der Rest sich dann davon. Er sagt's auch noch ganz unverfroren. Ne? Also das, was man wirklich Simon lassen muss, ist, er ist ja ehrlich in seiner Niederträchtigkeit. Ja. Also die Ehrlichkeit hebt das schon wieder so ein Stück weit auf. Weißt du? Mhm. Er verschleiert, das finde ich gut. Also deswegen ist das nicht mehr ganz so schlimm. Seid ihr bereit? Achtung, berühren. Die Grünen sind... Eine Sache noch, ich muss leider bei euch... Na gut, aber war Hitler nicht auch sehr ehrlich? Auf eine gewisse Art? Mhm. Da ist hat er nicht auch genau gesagt, was er will und was er nicht will? Also ich will damit nur sagen, das macht einen ja nicht automatisch zu einer guten Person. Oh, jetzt ist das Video weg. Ja, ich muss leider nochmal neu laden. Das tut mir leid. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass ihr beide sehr Async seid und das will ich natürlich wissen. Sehr Assi seid? Async. Async ist auch ein guter Async. Name für eine erfolglose Boyband. Oder? Okay. Async, ja. Die stehen immer schief. Die singen schief. Die singen immer. Die sind nie im selben Takt. Die klappen falsch rum. Nichts stimmt bei denen. Kommt zu spät. Das ist eigentlich ganz lustig. So, muss ich wieder Play drücken jetzt hier. Ja. So, aber jetzt spule ich ein Stück vor. Voller Farbe. So, egal. Dann mache ich auf Update. Jetzt sind wir Sync. Hört's auf. Ach, das ist was war denn das für ein Zucker? Was ist das? Das ist, wenn ich auf Update drücke. Ja, dann aktualisierst du den Timestamp. Lustig. Aber wollen wir nicht mal Achso, nee, wir waren ja genau da. Furchtbar schlecht sind. Ich noch einen Tick schlechter als Ellie. Aber jetzt fängt es ja nochmal alles neu an und ich fange an. Wir spielen. Kurz die Regeln. Wir spielen Geometry Wars. Das haben wir doch gerade schon gesehen. Ja, jetzt. Lange zu überleben und viele Multiplikatoren einzusammeln. Das sind die kleinen. Punkte, die ihr gleich sehen werdet. Und wer von uns er erklärt uns auch das Spiel. Dann eine natürliche Rangliste, bei der Budi anführen wird, ich der Zweite bin und irgendwo der Rest sich dann da verteilt. Das ist echt so. Es ist echt so aufpassen, weil das wird jetzt euch werden die Augen. Ja. Ah ja. Aber offensichtlich haben wir das damals nicht ein einziges Mal gespielt. Weil er sagt uns ja sogar, es wird euch jetzt flashen, irgendwie, was ihr jetzt seht. Ja. Also wir haben es bis dahin noch nicht mal gesehen, das Spiel. Das setzt dem Ganzen natürlich noch die Zipfelmütze der Unverfrorenheit auf. Nils, kannst du noch mal unten rechts auf höhere Qualität stellen? Tatsächlich, aber auch eins der knifflig. Ja, warte. Ich habe nämlich das Video in 4K hochgeladen. Oh, okay. Weil. Sehr gut. Offensichtliche Probleme. Weiter geht's. Okay. Ist schon so für Epileptiker das Spiel, ne? Ja, aber für clevere Epileptiker. Ja. Natürlich ganz klar, man darf ist dieses Raumschiff. Das die cleveren Epileptiker. Ist auch eine gute Gruppe einfach. So, Entschuldigung, was wolltest du sagen? Raumschiff? Ich wollte das Spiel versuchen zu erklären. Also, wir sind dieses Raumschiff, es ist ein Twin-Stick-Shooter. Also, mit dem linken Stick steuert man und weicht aus. Und mit dem rechten gibt man die Richtung an, in die geballert wird. Und ich schätze mal, dass der automatisch ballert. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Oder ob man noch eine Taste drücken muss, aber eigentlich auf Uhr Ja. Und irgendwas ist, wenn man die grünen. Dinger sind irgendwelche Multiplikatoren. Keine Ahnung. Mehr weiß ich auch nicht. Ja, gucken wir mal weiter. Vielerlei Farben und Formen hier angerannt kommen, berühren. Die Grünen sind ganz fies, die verfolgen einen nämlich. Wer bist du? Markus Söder? Und die Grünen verschwinden, sobald man auf sie schießt. Hä? Ja, also die sind so wie die Geister in Mario. So ein bisschen. Sobald man sie anguckt, hauen sie ab. Ah! Können aber auch nerven. Aber man kann die auch abschießen. Also halt mal ganz kurz. Also erstmal beachtlich, Simon erklärt das Spiel, während er spielt. Das ist schon mal Respekt und zeugt auch von einer gewissen Sicherheit, die er hat. Aber er fährt da so rum und da waren gerade so diese grünen Spratzis, so, die muss man dann vermutlich auch einsammeln. Wenn man das nicht macht, ist wahrscheinlich der Abschuss nicht so viel wert.
Nehme ich an. Du kannst alles abschießen. Alles abschießen. Und du hast diese Mega-Kombo, die wirklich wichtig ist. Auf jeden Fall, ja. Ich dachte, es geht nur ums Überleben, aber sammelt er was ein? Die fliegen doch auf ihn zu, diese grünen Dinger. Ja, das können ja Außerirdische sein. Wenn die Außerirdischen irgendwann auf die Erde kommen und dann haben wir die Jump. Aber es ist halt, die Schwierigkeit bei dem Spiel ist halt, den Feind vom Rest zu unterscheiden, weil ihr seht ja, alles blinkt und leuchtet und Effekte und keine Ahnung. Und ich sehe jetzt schon, wo wahrscheinlich gleich bei mir die Schwierigkeit sein wird, überhaupt zu checken, wo bin ich, wem muss ich ausweichen und wen muss ich abschießen. Und Simon hat das damals richtig viel gespielt. Ich glaube, der ist da auch echt gut drin. Und das ist auch so ein typisches Busy-Spiel. Oh, erste Demo, ist ja wirklich abgefahren. Also sie erklären uns wirklich das Spiel, während sie spielen. Ich bin ein bisschen schockiert, dass wir uns darauf eingelassen haben. Die kannst du rechts auf dieses X drücken noch, bei den Videovorschlägen. Ja, das kommt immer wieder. Okay, shit. Na gut. Guck, wenn ich Space drücke, kommt's wieder. Simon gerade mal 270.000 Punkte hat und wir die Highscore-Liste vorhin gesehen haben und da hat der Pepper aus unserer Redaktion irgendwie 20 Millionen. Da frage ich mich ja wirklich, wie lange der am Stück dieses nervenaufreibende Spiel gespielt hat. Ja, lange. Ja. Ach, die lilafarbenen, da kommt noch einer raus. Wenn zwei kommen raus. Also zwei kleine kommen. Aber was die alles wissen. die wissen mehr zu dem Zeitpunkt als ich jetzt. Wenn man die kleinen Lilanen abschießt, kommen da zwei noch raus. Pepper hat 20 Millionen Score gemacht. Das hast aber du Redaktion. Gesagt. Hä? Das hast du gesagt. Das habe ich gesagt. Ja, aber das zeigt einfach nur, dass dieses Spiel offensichtlich ein Thema war in der Redaktion. Ja. 100.000 kriegt man die erste oder was weiß ich. Ich habe wieder eine bekommen. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass ich nicht sterbe, weil so langsam habe ich einen guten Multiplikator. Und wenn ich den verliere, dann kann ich eigentlich schon aufgeben. 50 Sekunden noch. Okay, ein Multiplikator, er darf nicht sterben, dann wird es immer überproportional mehr. Also das ist einfach, man erkennt ja auch wirklich gar nichts. Ich weiß nicht, wie man. Nee, aber da oben der Multiplikator, der hat jetzt mal 270, das heißt, sein Score wird dann wahrscheinlich mal 284 jetzt genommen und so weiter. Ja, nee, das war eine 0, ne, keine 8, jetzt 291 wird es sein. Ihr müsst sie eigentlich, wie gesagt, das Spiel ist einfach. Es ist echt so lustig, ihr fangt an und sagt, das Spiel ist super easy, da braucht man nichts wissen. Ihr müsst alles abschießen. Und seit 10 Minuten erklärt ihr uns ständig Besonderheiten von jedem einzelnen dieser 1000 Pixel drauf. Das ist wirklich ein Witz. Ja. Das ist mit Abstand die unrepräsentativste Disziplin von allen. Aha, so. Da haben wir es schwarz auf weiß. Der Kämpfer für Gerechtigkeit in jeder Folge Beef. Er spricht es direkt an. Sein Name, Etienne Gardet. Ja, aber du sprichst es an, während es läuft. Du hast es nicht vorab verhindert. Ich konnte es nicht verhindern, aber ich spreche es zumindest an. Du bist wie William Wallace, der einfach da umdreht und dann irgendwo in den Highlands sitzt und darüber schimpft, dass die Engländer Schottland erobert haben. Aber ich habe es angesprochen. Das ist immer noch mehr. Ja, aber du hast es nicht verhindert. Ja, aber das hätte ich vielleicht auch alleine nicht verhindern können. Die Geschichte wird uns judgen. So, das ist die einfachste. Weil einer, der dieses Spiel noch nie gespielt hat, keine Chance hat. Da. Allein die Eindrücke, die ich habe N Plus zum Beispiel einmal gespielt bisher. Genau. Einmal mit euch online. Danach Halo. Danach kommt Halo, dass du ein bisschen aufgeklickt hast. Aha, da kommst du auch mit Sarkasmus zwar rein in die Diskussion. Ja. Aber inhaltlich natürlich trotzdem korrekt. Das musst du dir nicht mal vorstellen, ey. Das ist jetzt, also das, was eine schreiende Ungerechtigkeit. Erst mogeln die uns Geometry Wars rein, was wir wirklich einfach noch nicht gespielt hatten. Die erklären uns die Regeln, während sie spielen. Und danach kommt direkt Halo. Das ist ja einfach wirklich dreist. Eigentlich hätten wir hätten das viel mehr noch für uns ausnutzen müssen, um in den kommenden Folgen darauf zu beharren, dass diese Ungerechtigkeit mit einer weiteren Schieflage wieder gerade gerückt wird. Ich kann nicht glauben, dass das an uns so vorbeigegangen ist. Das ist unfassbar. Ich rufe die gleich an, wenn wir hier durch sind. Ich rufe die gleich an. Das ist ein Skandal eigentlich. Das ist wirklich ein richtiger Skandal. Das gibt's ja erst seit 4 Jahren. Es ist ja nicht so, als ob man das nicht schon hätte spielen können. Ja, Fußball ist Zeit. 80 Millionen gespielte Halo Matches bedeutet gar nichts. Okay, dann bin ich jetzt das nächste ran. Ganz kurz. Das ist jetzt sein Argument, für dass wir Halo als Disziplin nehmen, dass es weltweit 80 Millionen Matches gibt.
Ja, und dass es schon seit drei Jahren draußen ist. Und dass man das ja hätte spielen können. Das ist das Argument dafür, dass wir das als faire Disziplin auswählen. Hätte man der Logik nach natürlich auch PES nehmen können damals. Ja, habe ich ja sogar gesagt. Fußball ist älter. Hast du gesagt? Ja, das spult man zurück. Ist lustig, weil du hast den gleichen Gedanken 15 Jahre später. Mach mal kurz zurück. Ja, warte. Warte. Die Eindrücke, die ich habe N Plus zum Beispiel einmal gespielt bisher. Genau. Einmal mit euch online. Danach Halo. Ja. Danach kommt Halo, das ist ja ein bisschen aufgeglichen. Ja, das gibt's ja erst seit 4 Jahren. Es ist ja nicht so, als ob man das nicht schon hätte spielen können. Fußball gibt's seit 80 Millionen gespielte Halo Matches bedeutet. Fußball gibt's ja, okay, stimmt, hast du auch gesagt. Ja. Bisschen untergegangen, aber ja. Ja, hätte man auch spielen können. Da warst du noch. Wie soll ich sagen? Zurückhaltender. Du hattest schon den richtigen Gedanken, aber du hast ihn wieder verworfen oder nicht besetzt. Nee, das war so laut. Ich war einfach, ist dir mal aufgefallen, ich wurde ja direkt so überrollt von so einer Geräuschlawine. Ich war, glaube ich, war damals auch noch ein bisschen schüchtern. Heute würde ich da vielleicht einfach direkt. Weil das ist ja ein gutes Argument. Das Fußballargument ist ja super. Also, wenn er damit argumentiert, wie viel und wie lange Halo existiert, dann hätten wir ja eine FIFA- oder eine PES-Reaktion Disziplin haben müssen, mit der Logik. Ich möchte kurz im Chat Judd Madden zitieren, der schreibt, weißt du noch vor 15 Jahren Geometry Wars? Das war ungerecht. Ohne Scheiß, ich schreibe das für den Simon gleich. Exakt, das ist es. Wir fucken uns seit 20 Minuten darüber ab, dass wir vor 15 Jahren ungerecht behandelt wurden. Aber weißt du was? Es ist doch egal, wann die Gerechtigkeit zu Wort kommt. Auf. Hauptsache, sie kommt zu Wort. Was machst du? Ich schicke dem Simon eine Sprachnachricht. Ja. Ey Simon, wir gucken gerade Beef React, erste Staffel. Und uns aufgefallen, dass dein Argument, also nicht nur, dass Geometry Wars überhaupt eine Disziplin ist, eigentlich eine fucking Unverschämtheit, aber dass du dann auch noch sagst, der Halo 3 ist eine gute Disziplin und es ist ja unsere Schuld, dass wir es nicht gespielt haben, weil das Spiel schon seit 3 Jahren draußen ist und wir hätten ja Zeit genug gehabt, aber der Logik nach hätten wir auch FIFA spielen können. Siehst du das anders oder gibst du heute 15 Jahre später zu, dass du die erste Staffel Beef manipuliert hast zu deinen Gunsten? Das würde ich gerne wissen. Schick mir deine Antwort. Ich werde sie hier im Stream gerne mit der Menschheit teilen. Tschüss, dein Nils. Das ist gut, dass ich gesagt habe, tschüss, dein Nils, weil er wird wirklich denken, es ist Nils. Für ihn sind wir ja nur eine Masse an Mensch. Ja, das stimmt. Ja. Okay, let's go. Mario, da muss ja noch gleich was kommen. Okay, dann bin ich jetzt das nächste dran. Ganz kurz die Zahlen notieren. Simon hat gepunktet, 2.077.510. Ist das viel oder wenig oder viel? Zur Erklärung, der Marc Quambusch, den du eben unten gesehen hast, als Mauritius Q, als Highscore, der hatte 2.5 und den habe ich wirklich lange. Sogar Marc Quambusch hat das gespielt. Also über 2 Millionen komme ich selten. Mauritius Q. Aber guck hier, Pepper, 22 Millionen. Budi ist auch mit dabei mit 6,7 Millionen. Scorpion! Ach, du schreibst auf, Entschuldigung, ich müsste eigentlich. Lass Budi, ich mach's einfach. So, geht los, ne? Auf geht's. Also das ist jetzt quasi schon das Finale, wir machen gleich Spiel Platz 3. Ist das so? Ah, vielleicht gibt's ja auch. Ich finde eure Einstellung einfach. Sowas wie bei Tekken, so ein Eddie-Charakter hier. Ja. Nein, das ist ja das Tolle an dem Spiel, dass es den nicht gibt. Für mich. Ich auf einmal eine große Lust auf einen Rave zu gehen. Nein! Super! Wie viel Leben ist Simon freut sich? Uns ist es komplett egal. Wir wissen, es spielt keine Rolle für die Platzierung. Nee, das sind Bomben. Entschuldigung. Wie oft darf man denn sterben oder was? Keine Ahnung. Check das nicht. Da rechts sind Bomben, aber ich weiß nicht, wie Leben ist. Ich hab das gleiche eben auch im Spiel. Perfekt spielen. Alter. Ich hab sogar eine Chance, Erster zu werden. Das ist ja fantastisch. Oh, das wird nichts. Ich bin überhaupt nicht mehr da. 0-0-0. Ich glaube, das ist das letzte Leben jetzt, oder? Ich bin überhaupt nicht da. Nachdem er gerade schon 2 Leben verloren hat, sagst du, du hast mit deinem Naja, du kannst mit einem Leben ja alles rausholen. Also ich glaube, Pepper zum Beispiel spielt mit nur einem Leben. Also der verliert ein Leben, sondern der spielt einfach durch. Ah, okay. Richtig durch die Tore, weißt du, die ergeben dann so eine Explosionssektion.
Aber der jetzt ist ja schon ganz schön lang am Leben, ne? Ja, ja, der muss ja dann doch schon bei 270 gleich. Ja, aber das ist, ich habe nur noch ein Leben. Warum bist du eigentlich so leise bei mir? Ich bin nicht leise. Nicht leise? Ich bin auf meinem Kopfhörer. Fuck it, ey. Panikbomben, das ist doch scheiße. Die muss man sich aufsparen. Aber es macht er doch ganz gut jetzt. Oh gut, er ist ja halt deutlich schlechter als Simon. Aber das letzte Leben ist beeindruckend. Mhm. Guter Run. Guter Run, ja. Aber es macht schon Spaß. Oder guck doch einfach zu und du hast doch auch immer Spock wenig damit. Nein! Das ist so. Oh, ja, cool, da hat er noch ein extra Leben. Hä? Oh, okay, er hat ein extra Leben ergaunert. Oh. Also, nee, ganz kurz. Zwei. Wir sind im Deadline-Modus. Es geht darum, wer in 3 Minuten am meisten Titel hat. Das ist ah, okay. Das, wie, war das kannst du ja ganz so oft stellen, wie man will. Ja, hab ich auch gerade überlegt. Ja, aber der Multiplikator. Der denkt doch einmal einer an den Multiplikator. Ah, nach einer Million Score steht hier, kriegt man ein neues Leben, schreibt man bei einer Aber die Leben sind doch hier egal in dem Modus. Ja, aber dann bin ich mal besser. Oh, ist das scheiße, ich bin schlecht. Wie die Leben? Ja, und sein Multiplikator ist aber geblieben. Ich check das Spiel immer noch nicht. Ach so, es gibt gar keine Leben, es gibt nur das Zeitlimit. Ja, es gibt nur das Zeitlimit. Aber rechts neben der Zeit ist noch eine Bombe oder so? Ja, es gibt so eine Bombe, die man einsetzen kann, um sich zu befreien. In größeren Bildschirm so. Aber das vom ersten Teil ist besser. Oder meinst du, wir werden machen? Fuck it! Ah, oh, das war's. Super lächerlich. Das ist echt super lächerlich. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Hätte ich nicht erwartet. Jetzt wird's schlimm. 2 Millionen zu einer ähnlich wegdrücken. Jetzt habt ihr schon weggedrückt. Eine Million. Ich sehe schon diese Körperhaltung, ey. Oh Gott, ja. Aber das war auch schon spät, ne? Ey, wenn ich eine Million mache, ja klar, wir haben ja die ganzen anderen Disziplinen da auch schon. Du hast ja nicht mal deine Bomben alle benutzt. So, hier, los geht's. Wie mach ich Start? Ich bin entrüstet, enttäuscht. Stollen damit schießen. Wie ist die Megabombe? Ja, aber meine ich am Anfang. Dumm, es gab nicht mal ein Einspielen. Nee. Das Original live in der Competition die Tasten lernen. Das ist das Allerwichtigste. Guck mal, das Geile ist, du bewegst dich auch nur so ruckartig, ne? Die anderen sind durchgehend in Bewegung gewesen. Ja, okay, jetzt bewegst du dich auch. Also es sieht schon deutlich schlechter aus. Ich bin schlecht sauer. Ja, du hattest deine Chance. Jetzt ist vorbei. Einfach, wie du so einfach auch nur mal stehen bleibst. So. Aber es war ja nicht so schlecht bislang. Oh, gut ausgewichen. Ich habe natürlich gleich so eine Mega-Nuke am Anfang verballert. Das war dumm. Es ist halt auch, ich habe noch nie so einen Twin-Shooter gespielt. Also das ist so super, super ungewohnt. Das waren nur 22.000 Punkte. Ja, aber du bist ja jetzt weiter. Du hast du schon 99, du hast 49 Multiplikatoren schon. 50. Weiter, man muss lustiger lachen. Ey, was sind denn die Multiplikatoren? Also behält man die, wenn man stirbt? Hm? Das heißt, es spielt gar keine Rolle, wie oft man stirbt. Nein, doch, es hat eine gewisse Regelmäßigkeit, wann es schlimmer wird, wenn du mehr Punkte stirbst. Wenn du stirbst, gibt es Sekunden, wo keine Gegner da sind. Und die kommen langsam wieder. Genau. Das heißt, es kommen immer mehr Gegner in den Rhythmus. Ja, es werden immer mehr. Ah, das heißt, man kann mehr Punkte machen. Und jetzt muss man warten. Verstehen, ja. Also es wird ja resettet, weißt du, wenn man stirbt. Und diese Schlangen zum Beispiel, die kommen erst, wenn man wirklich lange überlebt hat. Oh. Aber weißt du was, es wäre echt lustig, ich träume so ein bisschen gerade, aber es ist natürlich nicht so. Aber wäre das nicht mega geil, wenn ich jetzt auf einmal super gut in dem Spiel wäre? Also 30 Millionen gut. Das war besser als ne? Ja, ich glaube, ja, das wäre super lustig. Vor allem würdest du den Simon abfacken. Nein, du brauchst gar nicht 30 Millionen, du brauchst nur mehr als er. Ja, aber so richtig einfach absurd gut. So mit einer Hand. Was keiner weiß, ist, dass du irgendwie so Geometry Wars E-Sportler warst. Ja. Das ist echt so. Und so auf internationalen Turnieren und so. Nee, wenn man da 22 Millionen bekommt, dann ist das ziemlich wirklich. War das auch der Spielmodus mit der Zeit? Ja. Oder 22 Millionen? Ja, es ist ja genau immer nach Modus geregelt. Es gibt ja, also ein tolles Spiel, 6 Modi, jeder Modus ist saugeil und es ist wirklich schwer zu verstehen, warum bestimmte Leute da so viel Punkte haben, aber es geht. Wie bei Guitar Hero, irgendwas auf Very Hard, perfekt. Was der Pepper auch kann. Ja, ja. Pepper ist zum Beispiel nicht in diesem Turnier drin, weil er einfach zu gut ist. Da sind wir uns alle einig. So. Ja, aber du bist doch gar nicht so schlecht. Mach deine Bombe noch, du hast noch ein paar Sekunden. Ja, aber wie. Ne, aber
Es ist. Also mich bockt es jetzt immer. Ja, aber mich bockt das Spiel immer noch nicht auf. Wenn nee, mir auch nicht. Das war jetzt, wie schreit es mich nicht? 234.000. Aber weißt du was? Dieses generöse jetzt, ne? Das war ja wirklich objektiv schlecht. Ja, aber das sind Leute, die kein Leben haben. Das sind Leute, die 26 Millionen in die Spiele haben. Ey, für mich jetzt 2 Millionen, aber auch schon ganz dicht an der Grenze zu einem Leben. Ich glaube, ich habe das wirklich ein Jahr nicht mehr gespielt. Warum lobt ihr uns eigentlich so? Das ist wirklich debütig. Ja, das ist wegen Lob. Das ist mit einem 3-jährigen Fußballspiel. Toller Schuss. Drück jetzt einfach auf. Schön. Mach Richtung vom Tor. Ja. Aber so ist es. Ja, du weißt ja auch, du würdest ja niemals ein Lob kriegen von Simon im Beef, wenn er sich nicht seines Sieges sicher ist, sozusagen, weißt du? Ja. Also wenn du jetzt gewonnen hättest, also hätte er dich ja nicht gelobt, wie gut du das gemacht hättest. Ja, ja, ja. Das stimmt. Der ist zu negativ. Ich glaube, ich war richtig schlecht. Komm, Kapitän. Da habe ich schon meine erste Megabombe. Ja. Aber da merkt man schon, dass das Spiel nicht richtig ernst ist, wenn du so Geräusche machst. Ja, ich weiß. Peng, peng. Piu, piu, piu. Das ist schon so. Mir doch egal, was passiert. Gibt's auch einen, wo du nur, der ist schön, wo du Pazifist, wo du nur ausweichen musst, der macht Strafe. Fight Night wäre geil gewesen, oder? Hm? Den hätten wir spielen sollen. Fight Night hätten wir mal machen. Ja, das hatten wir auch mal überlegt. Fight Night Round 3, das war so ein legendäres Spiel. Haben wir aber nie gespielt, weil wir beide zu gut waren. Sich gar nicht schlecht, ey. Ja, das muss man tatsächlich aber auch ein bisschen spielen, um überhaupt irgendwas hinzukriegen. Finde ich ja nicht. Aber das war geil. Ich glaube, es kommt ein neues. Ja, es kommt zumindest ein neues EA-Box-Spiel. Ja, ja, ja. Irgendwas habe ich auch gesehen. Aber ich habe die danach, da kam Fight Night Bonus, Champions und so. Das war quasi eine Arcade. Die hätten die Reihe unbedingt weitermachen sollen. Die waren da echt auf einer heißen Spur. In deinem Autosalon gab es einen Arcade-Automaten und da lief das. Und das war so ein Erfolg, dass sie es halt natürlich ausgebaut haben. Gibt es im aktuellen Titel auch? Im neuen Gotham? Oh, ich will durch das Tor. Versperren wir den Weg. Nein, was ist das? Deswegen sollte man die Tore meiden. Das ist du bist da reingeflogen, aber das ist kein. Ja, okay, 42.000, jetzt wird es aber interessant. Nee, doch nicht. 200.000. Nee, doch nicht. Wird doch nicht interessant. Der hat noch nee, noch nicht so interessant. Ja, du hast jetzt schon mehr als ich. Ah, nee, jetzt ist wieder bei 0. Nee. Ja, aber du hast ja noch den Multiplikator, das kommt da noch drauf, oder nicht? Ja. Oder ist das jetzt noch nicht ausgerechnet mit dem Multiplikator? Ist das schon doch, ausgerechnet? Doch, das ist schon. Doch, doch, mir schon ausgerechnet. Ach so, ja, du kriegst halt, das ist je dann länger quasi 100, desto mehr dann Punkte kriegst du natürlich, ja. Ah, okay. Ja, aber du bist safe auf jeden Fall. Also ich habe. Jetzt fängt wieder alles von vorne an. Es kommt ganz wenige. Noch eins vielleicht, drittes. Ich einfach gar nichts mehr kaputt schießen. Armin, nur noch. Ja, noch. Aber du schießt auch hauchsächlich nach vorne, so wie es ja, aussieht. Ja, man muss nach hinten schießen. Das ist aber ich glaube, ich habe mich einfach aufs Ausweichen konzentriert und habe einfach gedacht, okay, ich schieße einfach irgendwo hin. Ist ja eh überall irgendwas. Aber wenn so lange ich ausweiche, ist alles okay. Bei mir funktioniert das immer. Ja. Ja, dort. Aber ja, okay, das ist noch unwesentlich mehr als du. Ich glaube, Buddy hat eine Million, ne? Oder? Mhm. Ja, ich hoffe, das bleibt so. Das hätte ich nicht zwei Punkte. Oh, ich glaube, ja, der Nils kann. Das wäre eh schon das Beste, was ich da erreichen konnte. Ja, aber es sind zu viele Sekunden. Das ist einfach. Yay, vorbei! 365. Ich freue mich, weil es gibt Punkte. Darf ich noch sagen, mega. Respekt wirklich an beide. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal das gespielt habe und ich kam ohne Scheiß nicht mal fünfstellig. Also nicht mal 10.000 so. Dafür, dass ihr so rumgeheult habt wie Waschweibe kurz vorher. Wart ihr wirklich. Ich komme jetzt raus. Folgender Punktestand. Eddie, geh raus. Simon gewinnt die Runde. Die sechste Disziplin Geometry Wars. Das ist nicht ernst. Deshalb 3 Punkte in der Gesamtwertung. Und warum? So weil mit Mathe und Geometrie mein Leben ist. Ja, dann rechnen wir deine Punkte zusammen. Ich habe. War auf dem vierten Hub. 9 Punkte! Ich fühle mich besser. Eddie hat. Wie viele Punkte? 7. Bedeutet. Ist jetzt auf den Platz gerutscht. Nils. Das bin ich. Insgesamt
10 Punkte. Warum ziehst du mir immer Punkte ab? Hab ich ja schon wieder falsch gedacht. Das ist tatsächlich, ne? 13 Punkte. Das stimmt nie, was Buddy sagt. Wie viele Punkte habe ich? 9 Punkte! Sehr gut. Weiter geht's. Nächste Runde gewinne ich und dann bin ich auf Platz 1. Nächste Runde ist Halo 3. Scheiße, die Kretschmer-Wochen. Das ist so unglaublich eigentlich. Bam, die Kretschmer-Wochen, kommen Sie jetzt und verlieren Sie gleich zweimal. Dieses verdammte Beef. Ey, jetzt kommt das schon wieder. Liebe Leute, ihr habt gerade die 6. Disziplin und wahrscheinlich die wichtigste Disziplin des Royal Beefs gesehen. Ja, da hat sich gezeigt, wer wirklich was drauf hat. Geometry Wars ist halt eben nur etwas für richtige Profis. Aber wir haben eine Ankündigung zu machen. Royal Beef wird in die kleine Pause gehen. In eine kleine Sommer-Winterpause. Aber man muss zugeben, wir haben es auch ein bisschen übertrieben. Jede Woche ist ein bisschen viel. Ja. Ich habe mal eine Frage. Bleiben die Punkte? Natürlich. Absolut. Oder wird es resettet? Nein, da wird gar nichts resettet. Ich will ja auch ordentlich aufholen können. Genau, und deine stolzen 7 Punkte, die du eingefahren hast in 6 Disziplinen, die bleiben natürlich. Ja. Also, ja, was ist das für eine Frage? Außerdem, wir haben natürlich, das war jetzt so, kann man sagen, die Fun. Was, also, das ist ja, was ist denn das für ein Versuch gewesen? In meiner Abwesenheit die beiden dazu zu bringen, die Punkte zu stornieren. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, Moment, die Staffel war ja beendet. Nee, das war eine Sommerpause. Ich hätte ja gesagt, dass quasi die Punkte, also dass du hättest die erste Staffel gewonnen damit. Ja, das ist doch das ist ja völlig unspektakulär. Was ist denn das für ein Sieg? Ich bin ja nicht mal da. Ja, aber du willst doch nicht nach Monaten nochmal so eine alte, aufgewärmte Suppe essen. Ja, es ging ja um ein Steak, was übrigens geschmeckt hat wie eine alte, aufgewärmte Suppe. Ich hätte damals gedacht, ich krieg so ein richtig geiles, wenn ich gewinne, man weiß ja nicht, wie es ausgeht, ich krieg so ein richtig geiles, fettes Supersteak. Aber es hat einfach nie funktioniert. Naja. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ja, aber wahrscheinlich, es ist schon dass die interessant. Ja, okay. Glaube ich, die ersten 6 Spiele waren ja eher so Fun-Spiele, wo sich auch zeigt, dass die Untalentiertesten gewinnen. Und jetzt als nächstes kommen dann die Hardcore-Spiele, also PC, Ego-Shooter, Halo, Halo Wars, Command Conquer Battle 3, was es bis dahin alles gibt. Und nicht mehr in einem Abend, sondern richtig mit Vorbereitung und dass ich gewinne, so wie es sich halt gehört. Ey, warte mal ganz kurz. Also, wir machen erst Tekken, dann kommt Geometry Wars, dann kommt noch Halo. Halo Wars? Und dann wollt ihr auch noch Halo Wars haben? Ich glaube, Halo Wars haben wir nicht gemacht. Nee, haben wir nicht gemacht, aber er hat es ja schon so gesagt. Als wenn das eine realistische Option wäre. Das ist original das Beef, wie Simon es sich gewünscht hätte. Das Beef meiner Träume. Meine 5 Lieblingsspiele, in denen ich der Beste bin. Das ist ja, und dann auch immer so gesagt, als wenn das die einzig ernstzunehmenden Titel sind, die es so gibt auf der Welt. Das ist ja, also was man da alles zu Gesicht bekommt. Du willst die Punkte stornieren, Simon will seine Privatspiele da einbauen. Also wirklich wahr. Ich glaube, ich bin... Wir gucken mal weiter. Ja. Hast du nicht gerade wieder Spiele aufgezählt, in denen du gut bist? Ja, liegt daran, dass alle Spiele, was die ich aufzähle, bin ich halt verdammt gut. Ich wäre für Geometry Wars 2. Ja, haben wir gespielt übrigens. Ihr merkt, so gut kennt man sich aus. Ist sie erst 6 Jahre alt, macht dir keine Sorgen. Ihr merkt, das Beef ist noch on. Ja. Obwohl wir jetzt in die Pause gehen, stay tuned, wie die Franzosen sagen. Es wird weitergehen mit dem Royal Beef, aber jetzt eben eine kleine Pause. Wir halten euch auf GameOn.de auf dem Laufenden. Bildstörung! Ja. Nun. Ein Spoiler, die Pause hat 7 Monate gedauert. Wirklich? Nein. Die Folge gerade eben, Geometry Wars, kam am 28. August 2009 und Halo 3 am 19. April 2010. Und okay, danach war wieder Pause. War wieder Pause. Und dann kam Risiko. Genau, Risiko ich kam noch dann können, dass Risiko im August. Staffel 2 war. Nee, das war dann in diesem Eiskeller und das war auch wieder so da haben wir dann gesagt, wir machen das ein bisschen aufwendiger, weil die ersten waren ja wirklich da in diesem, ihr seht es ja, in diesem Büro und auch mit schlechtem Ton und schlechten Kameras und da waren wir dann schon ein bisschen ambitioniert und haben gesagt, okay, lass uns das mal cool machen, in einer externen Location und mit vernünftigem Equipment. Das war so der Quantensprung. Ja.
mehr. Mit Halo haben wir aber ja noch diese ganzen Kameras da angetaped irgendwie. Ja. Das war ja alles noch. Ja, Alter, wir haben uns so gestritten bei Halo. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt gucken kann. Ich habe da wirklich PTSD. Wir haben uns so gestritten bei Halo. Und das war ja auch damals noch nicht so oft der Fall, dass wir uns so richtig krass streiten. Nee. Irgendwann kommt ja eine Routine rein. Aber also das hat richtig gekracht. Und ich weiß noch damals, das war im ersten Stock vom Büro. Wir haben uns richtig gestritten. Da bin ich runtergegangen. Wir waren, auch wenn es später kam, wir waren ja immer noch die Neuen. Wir kamen da runter und das Gesicht der Leute, die das ja alles gehört haben, unten im Erdgeschoss, ich habe Gunnar bei der Kaffeemaschine getroffen, das Gesicht von Gunnar, das werde ich nie vergessen, so eine Mischung aus Unfalltourismus, also so eine leichte Freude irgendwie an dem, was da passiert, aber auch gleichzeitig so ein, oh fuck, ich halte besser meine Klappe jetzt. Ja, klar, da waren Simon und Woody waren die Stars, dann sind da die zwei Neuen. Ja, aber das gibt es dann in der nächsten Folge. Aber Gunnar hat auch mit kommentiert, oder? Zusammen mit Wolf und Trant. Ja, aber doch nicht live. Im Schnitt. Ja, genau, aber das war doch ein neues Durchleben des schon Erfahrenen. Ja, okay. Die haben das dann in der Post sozusagen noch gemacht. Ja. Und ich wette, wenn wir Michael Petrescu, der den ganzen Halo-Beef geschnitten hat, wenn wir den fragen, weil der hat natürlich das gesamte Rohmaterial auch gesichtet. Ja. Ne? Ja. Der weiß genau, was auf den Kameras war, was nie das Licht der Welt erblickt hat. Wenn man den mal fragen würde, was er alles rausschneiden musste und so weiter, da würde man wahrscheinlich noch mal ganz dann weiß ich, was ich jetzt mache noch die Woche, wenn ich ihn treffe. Ja, frag ihn mal. Mal fragen und mal vielleicht was aufnehmen. Keine gute Idee. Ich glaube, es hat schon Gründe, weshalb das nie na gut. An die Öffentlichkeit ist. Ja, das gibt es auf jeden Fall nächstes Mal bei Nils Bohmhoff Action Channel auf YouTube. Ja. Mhm. In einer Woche, glaube ich. Jede Woche ein Beef React. Am Sonntag. 7 Monaten Pause. Genau, seid froh, anstatt euch zu beschweren, dass es nur einmal wöchentlich kommt. Seht's mal so, damals, wer live dabei war, musste 7 Monate warten. Und die Leute saßen damals durchgängig am Livestream und haben refreshed. Immer gerefreshed, Die Game One-Seite gerefreshed, damit endlich eine neue Folge kommt. Ja, wir versuchen natürlich für die nächste Folge Budi und oder Simon dazu zu bekommen, weil die natürlich da auch eine Menge zu erzählen haben. Das ist nicht so ganz einfach, weil Budi und Simon sind einfach sehr viel beschäftigt und haben immer Termine und haben ja auch beide zusammen viele Kinder und das ist schwierig, die zu bekommen. Aber beide zusammen haben 3 Kinder. Ja, müssen sich mal reinziehen. Das und ist Hund. Schon natürlich auch krass, ja. Also. Und die müssen Geometry Wars spielen. Ja, das war's. Nächste Woche bei Nils Bohmhoff auf dem YouTube-Kanal. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.